Herbstzeit ist Fallobstzeit. Dieser Apfel bleibt aber nicht liegen und verfault. Dank einer Erfindung wird er einfach aufgesammelt. Merlach in Thüringen. Rund 100 Obstbäume stehen auf der Gemeindewiese. Die Anwohner ernten einiges davon ab, aber es bleibt trotzdem viel liegen. Jan Ole Sirk ist Mitglied eines Vereins, der sich um regionale Lebensmittel bemüht und das Obst hier retten und verarbeiten möchte. Sie liegen natürlich nicht ohne Grund rum. Es ist einfach sehr mühsam, die von Hand aufzuklauben. Man bräuchte viele Personen und deswegen sind wir jetzt auf der Suche nach etwas, wie wir das effizienter gestalten können, um eben die Äpfel zu retten, dass sie eben nicht jedes Jahr vergammeln. Hallo. Dafür schaut es sich heute eine Erfindung an. Ein Gerät zum Aufsammeln von Obst. Es passt in den Kofferraum eines Autos. Der Agrarökologe David Brunmeier hat es aus Österreich mitgebracht. Das ist die Obstraupe. Mhm. Mit dem kannst du Obst oder auch Nüsse rasch und schonend aufsammeln. Cool. Schneller und bequemer als von Hand soll Ole jetzt damit die Äpfel hier auf der Wiese aufsammeln können. Du kannst sie einfach einmal anpassen an deine Körpergröße, ja, sodass sie einfach gut in der Hand liegt. Was ist da locker. Wichtig? Also locker in der Hand? Schön locker, die Walze, ja, liegt vorne auf. Okay. Als nächstes aktivierst du den Akku vom E-Bike, mhm, der steht hier. Mit Zündschlüssel, okay. Und mit dann? Dem Hebel hier kannst du die Walze vorne ein- und ausschalten. Ah, okay. Das ist jetzt ja relativ langsam und das kann ich auch noch einstellen? Langsam, ja. Du kannst bis 160 Umdrehungen in der Minute die Power einfach noch einstellen. Okay. Die Äpfel werden beim Drüberschieben eingesammelt und nach hinten in eine Kiste befördert. Die Walzeform wird elektrisch angetrieben. Schieben muss Ole mit eigener Kraft. Damit das Obst dabei nicht kaputt geht, sind die Lamellen an der Walze aus weichem Kunststoff. Der Metallrahmen lenkt die Äpfel in die richtige Bahn. Vorn hat der Erfinder eine Laubbürste eingebaut, die Blätter und Gras abfängt, bevor das Obst in der Kiste landet. 34 Liter passen da rein. Schon nach etwa einer Minute ist die erste voll. So, und jetzt ist die Kiste voll. Wie kriege ich die jetzt da raus? Du öffnest die Klappe mit dem Hebel, ja, mit dem Fuß und einfach mit der Schwerkraft rutscht die, ja, Kiste raus. Ach super. Okay. Ole macht sich nun mit Hilfe der Erfindung daran, die restlichen Äpfel aufzusammeln. Vor über 5 Jahren kam David Brunmeier auf die Idee zu diesem Erntehelfer. Die Erfindung von der Obstraupe kommt ganz stark aus meiner Arbeit mit alten Obstsorten, wo wir Projekte, so wie hier, eine Streuobstwiese betreut haben und mit den Leuten gearbeitet haben, die diese alten Bäume pflegen. Und wo ich gesehen habe, 2/3 vom Obst wird einfach bleibt liegen, weil die Arbeit so mühsam ist, das Ganze aufzusammeln. Die Idee, Früchte maschinell zu sammeln, ohne sie mit Metallspitzen aufzuspießen, gibt es bereits. Solche Geräte zum Beispiel sind aber eher für Kleingärtner gedacht, denn es passt nur wenig rein. Mit der Erfindung hat Ole schon nach einer Viertelstunde die 4. Kiste gefüllt. So, danke. So, und jetzt? Schau mal, du kannst hier einfach eine reinstellen, ja, die anderen 2 als Depotkisten mitnehmen. Und die vollen Kisten lässt du einfach stehen. Das machen wir in einem Schwung dann später. Ja? Okay. Danke. Gut, bis später. Bis dann. Wenn Ole nicht mit jeder Kiste zum Sortiertisch muss, geht die Arbeit noch schneller. Der Erfinder hat die Maschine für professionelle Obstbauern entwickelt und eben für Vereine wie der von Ole. Mehrere Leute teilen sich dann ein Gerät. Doch nicht nur Äpfel können mit der Erfindung gesammelt werden. In Merlach sind noch mehr Früchte reif. Auch die Pflaumen soll die Maschine vom Boden auflesen. Das Einzige, die Drehzahl, schaust du, wie es passt, am besten, okay, für Pflaumen oder Zwetschgen. Ja, so geht's, okay, eh ganz gut. Super.
Auch noch kleinere Walnüsse schafft der Erntehelfer. War echt beeindruckt, wie schnell die Kisten dann doch voll gingen und auch mit dem Sortieren echt klasse. Also wenn wir die Finanzierung geklärt haben, werden wir es uns besorgen, um einfach hier die Massen an Obst retten zu können. Mit Davids selbstgemachtem Cidre bekommt Ole schon jetzt einen Vorgeschmack auf das, was er aus dem geretteten Obst machen kann.